Der Fug? Ja, wir fahren später zur Schule. Erst essen. Ist das in Amerika wirklich so, dass der Schulbus dann auf einen wartet? Nein, oder? Wie wird denn das Briefkasten... Oh. Ja, machen wir gleich Rechnungen im Briefkasten. Wie ist denn das in Amerika? Wird da am Anfang... Was ist denn? Was ist jetzt? Emily weint, Emily weint, Emily ist schläfrig. Was geht jetzt ab? Hallo? Die weint doch gar nicht. Ich hab's nicht gesehen, nein. Oh, und Emily verschwindet ins Bad. Was willst du denn im Kinderbett liegen? Ja, mach doch. Was wollte ich gerade genau? Ist das in den USA wirklich so, dass der Schulbus sich dann anschaut, wo jeder wohnt und dann je nachdem so eine Route fährt und dann kommt er da zu gewissen Sammelpunkten? Okay, ihr habt jetzt noch 10 Minuten, um in diesen blöden Bus zu gehen. Lauf mit deinen High Heels und du mit deiner Föhnfrisur. 3, 2, 1. Nein, Johnny wird es nicht mehr schaffen. Chantal ist drin. Johnny, lauf! Lauf, Johnny, lauf! Johnny, lauf! Yes! So, und auf der Fahrt zur Schule machst du jetzt noch deine Hausaufgaben. Like a boss. Juhu, die Kinder sind aufgeräumt. Emily schläft. Oma putzt. Oh, Ash Ketchum, geh mir nicht auf die Nerven. Dann kannst du auch gleich aufs Klo gehen. Und noch ein bisschen dich in die Haier legen. Wo ist eigentlich Ralf? Oh, er ist immer noch enttäuscht. Hier im Wissenschaftsinstitut. Wartet auf bessere Zeiten. Hat das gerade was gekostet, dass er da hingegangen ist? Nee, oder? Ach, die Rechnung war das mit 91. Müssen die beiden denn heute arbeiten? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Kleiderfalterin, ja, das kriegst du bestimmt noch hin. Ja, die muss jetzt noch arbeiten. Und Johnny nur noch. Und er macht gerade seine Hausaufgaben. Und es dauert ewig. Soll der heute mal nach Hause kommen? Ich glaube, den schicken wir heute mal nach Hause. Oder der kann Donnerstag, kann er doch mal blau machen. Oder nee, Johnny macht freitags blau und hat ein verlängertes Wochenende. Moment, ich muss mich mal eben anders hinsetzen. Oh, habe ich schon erwähnt, dass es hier scheißkalt ist? Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mir noch ein Sweatshirt angezogen zwischendurch. Aber, boah. Dabei dachte ich jetzt endlich, unsere Heizung würde mal funktionieren, aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Klingelingeling. Ich kann euch ja mal ein bisschen was zeigen. Was ich alles schon verbrochen habe in diesem Spiel. Huch, das fährt aber schnell, das Auto. Wisst schon, dass hier Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Ralph has hunger. Dann soll Ralph doch mal was essen. Was fräsen. Warte mal, können wir nicht zum Mackie gehen? Wir haben doch jetzt voll viel Kohle, weil die Kinder hier arbeiten. Imbiss Leckerschmecker. Hier, essen. A line of 12 Euro. Drinks holen. Ich will. Gibt es hier irgendeine Frittenbude? Was ist das hier? Oh, Bistro! Hier kann man natürlich nur für 50 Euro essen. Nee, dann schon hier in die kleine Absteige. Alleine was mampfen. Was wollte ich euch zeigen? Ja, hier hinten! Mein kläglicher Versuch, eine Art Wohnwagen zu bauen. Wohnwagen ging natürlich nicht, deshalb ist es ein Mini-Haus geworden.
Und es sieht so ein bisschen aus wie hier mit der Karte, so. Ja, als ob es da was zu essen gäbe, aber das gibt es nicht. Ja, mein Versuch, das Peter-Lustig-Haus irgendwie nachzubauen. Zwar kläglich gescheitert, aber mehr hatte ich das Haus, den Wohnwagen gar nicht mehr in Erinnerung, weil ich schon ewig keinen Löwenzahn mehr gesehen habe. Die Liste der besten Studenten. Und Chantals Bild daneben. Ich will jetzt gerade gar nicht weiterlesen, aber ich werde es trotzdem tun. Das Büro des Bürgermeisters hofft, dass die Liste der besten Studenten weiter wächst, damit zusätzliche Gelder von regionalen Regierungen angefragt werden können. Oh. Der Bürgermeister verspricht jedem Schüler, der es auf die Liste schafft, einen stolzen Geldbetrag. Das wird Chantal nicht schaffen, aber es gibt Geld. Es gibt Geld! Ja, und wirklich alles Bad und so, das ist natürlich nur ein Ein-Mann-Haus, aber alles Bad und so weiter ist in diesem komischen kleinen Häuschen hier drin. Inklusive Tümpel. Ja. Und natürlich das Angelgebiet und der Wasserfall direkt vor der Nase. Dann habe ich das hier. Nee, das habe ich nicht gebaut. Aber das habe ich dahingestellt. Das ist das Forever Alone House. Ralf könnte mal auf den Friedhof gehen. Ja, doch. Das mache ich auch immer in meiner Freizeit. Oh! Glitzer! Noch mehr Glitzer! Muss Steine suchen. Ralf Nussbaum hat in einem Restaurant gegessen. Ja, in so einem Eimer voller Chicken Wings hast du gemampft. Jetzt hast du gleich das Gefühl, dass du im Restaurant gegessen hast, oder was? Werd mir mal nicht übermütig, werter Herr. Wir spielen jetzt einfach mal ein Real-Life Pen-and-Paper-RPG. Nicht mal Pen-and-Paper, aber Real-Life-RPG. Geh mal den Dungeon erforschen. Wenn es schon keine Convention gibt, dann hier wenigstens Real-Life-Nerd-Action und so Zeug, ne? Und hier joggt auch gleich noch die fette Margarine vorbei. Die wahrscheinlich gar nicht Margarine heißt. Blume des... Oh! Steh auf! Ernte die Blume des Lebens! Für was auch immer die gut ist! Wenn sie dich ewig leben lässt, dann brauchen wir die. Wow, Ralf hat Diamanten gefarmt! Der macht sich ja noch voll nützlich hier! Neugierig. Ach, wegen wissenschaftlichem Labor. Die Musik ist cool. Nein! Aber Oma muss doch die Blume, aber... Nein! Und dann macht sie halt ihre ganzen haushaltlichen Sachen. Nein! Oma kann die Blume des Lebens nicht ernten. Schauen wir mal, ländlich angehauchte Theke putzen. Ja. Theke putzen! Kannst du noch die Pfütze aufwischen oder gibt's die schon nicht mehr? Also, die. Nein. Können wir das eigentlich? So. Geschirr spülen. Das kannst du auch gleich machen. Und Emily hat Hunger. Ralf Nussbaum hat das Mausoleum erkundet. Ralf ist gerade an einem Stein vorbeigekommen, der aussah wie der Kopf eines Lamas. Ralf hat eine Pause eingelegt, um das Naturschauspiel zu genießen. Und ist dann weitergegangen, um nach Schätzen zu suchen. Pass auf, dass dir kein Creeper über den Weg läuft. Was ist gerade Schönes passiert? Ist Johnny wieder umgekippt? Der Abstieg war türkisch. Und die Flechten an den Wänden haben die Sache auch nicht gerade einfacher gemacht. Aber Ralf hat das Abenteuer unbeschadet überstanden. Bis auf den mentalen Schaden ist nichts passiert.
Oh, Johnny, du wirst jetzt mal in dein Bettchen gehen. Denn du bist müde und das kann ich verstehen. Emily hat Hunger. So, Ralph ist weiterhin in den Katakomben. Dann muss der halt jetzt die Blume des Lebens ernten. Ich will die Blume des Lebens. Wenn uns das irgendwie hilft. Fände ich schon cool, wenn wir jetzt so eine Blume des Lebens hätten. Vor allem, wenn wir Oma damit am Leben erhalten können. Ralph hat gruselige und schockierende Dinge gesehen. Moment. Die Geräusche tief in den Katakomben waren einfach furchterregend und es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis Ralph in der Lage ist, über die fehlgeschlagene Expedition zu berichten. Haha, Noob. Schön schaust aus. Aber das ist ihm, glaube ich, relativ wurscht, wie er aussieht. Wir gehen jetzt erstmal Blume des Lebens ernten. Blankes Entsetzen! Und enttäuscht, ich finde die Smileys so schön. Ah, das sieht echt aus wie so. Ah, wunderschön. Hast es bald mit dem Abernten? Oh! Blume des Lebensbusch. Die Ernte findest du. Du hast sie kaputt gemacht. Ich weiß nicht. Hier ruht. Muhaha, Trolling. Ein Grafiktablett trollt mich schon wieder. Wo können wir den Ralph hinschicken? Hier. Geh mal mit der Alten hier reden. Die ganz allein durch die Wildnis strobert. Begrüß die mal. Ralph in Action, Ralph in Action, er läuft und läuft und läuft. Lauf schneller, Mann! Hallo, Schönheit, du auch hier? Limser. Abso. Der schaut aus wie ein Pinsel mit seiner Frisur. Guck mal, ich bin lustig, ich kann eine Grimasse schneiden. Nee, lass mal. Bessie hat keinen Sinn für... Oh. Oh. Dann halt... Oh, freundlich können wir jetzt gar nicht mehr sein. Spezial. Computerfreak. Lass uns über Computer reden. Hast du auch eine Maus? Also ich habe eine Maus und einen Computer. Und da spiele ich den ganzen Tag. Oh, das macht so viel Spaß. Und Forumbeiträge. Prost, ich hast du schon mal meinen Forumbeitrag? Ja, Computer habe ich auch. Ich habe deine Beiträge gelesen. Die sind scheiße. Ja, aber du hast keine Maus, du hast nur den Computer. Ja, ich habe auch dafür eine CD-ROM. Die lege ich dann ein und dann dreht sie sich. Das ist total toll, weißt du? Ja, CD-ROM habe ich auch. Mit der habe ich erst letztens zum Frühstück gegessen. Ah, ja. Sind wir noch mal ein Trampeltier? Reden wir mal über... Ihr Gesicht. Hast du bei der ihre Sonnenbrille gesehen? Sieht aus wie eine Fliege. Barzebni. Well. Ja, Pushki. Voll am Ablästern hier. Abby. Ila Kufiat. Iskimi. Steve. Was können wir denn hier noch machen? Freundlich. Welki. Varnuf. Yukabafa. Lass uns fangen spielen. Oh. Du bist... Steve. Ich will nicht. Geh doch.
Lass uns kämpfen. Nein, wir... Wir können doch nicht immer nur mies zu allen sein.